Wenn wir eine Mobilitätswende im Land machen wollen, Kolleginnen und Kollegen, dann brauchen wir nicht weniger Bahnindustrie, sondern wir brauchen mehr Bahnindustrie und wir brauchen innovative Produkte. Mit diesem Aktionstag setzen wir ein Zeichen in Berlin, dass wir eine starke europäische Eisenbahnindustrie brauchen. Es kann ja nicht sein, dass auf der einen Seite das Verkehrsministerium, das Wirtschaftsministerium, das Umweltministerium, jeder für sich sein eigenes Süppchen kocht. Wir haben 2 Jahre versucht, die Chefs dieser Ministerien an den Tisch zu kriegen. Es war nicht möglich. Wir brauchen dringend einen Koordinator für die Bahnindustrie. Die Bahnindustrie stellt sich neu auf. Wir haben einen Giganten aus China, der sich letztendlich auf den Weg macht, den Weltmarkt zu erobern. Wir haben die Technologieführer im Westen. Allerdings haben wir auch eine Situation, dass wir im Westen uns gegenseitig die Preise kaputt machen. Wir müssen uns in Europa neu aufstellen. Hier haben wir ein Verkehrsmittel, das zukunftsträchtig ist, das energiesparend ist, das auch sicher ist. Die Bahnhersteller, die Bahnbetreiber haben ein funktionierendes System der Elektromobilität. Das muss man ergänzen mit Elektroautos, mit Ladesäulen, mit Elektrofahrrädern und schon hat man ein funktionierendes Konzept. Wir erwarten, dass man zusammen mit der Industrie hier sich Konzepte überlegt, wie kriegen wir die neuen Produkte auf die Straße, aber auch mit Beschäftigung hier im Land und in Europa. Wichtig ist die Förderung von innovativen Arbeitsplätzen, die in Deutschland bleiben, die unter Tarifvertragsbedingungen geregelt sind und die fair sind mit fairen Löhnen. Das bedeutet, dass eben Steuern hier in diesem Land verbleiben, dass der gesellschaftliche Auftrag auch hier wahrgenommen wird. Ich verstehe Josef Keser und seine Entscheidung zur Ausrichtung der Siemens AG nicht. Es macht den Eindruck, er ist der Chef einer 1-Euro-Bude und alles muss raus. Healthcare raus, Flender raus, Mobility raus. Wir fertigen hier ein super geiles Produkt, aber unsere guten Fachkräfte, die entlassen wir hier. 300 Leute werden nicht weiter beschäftigt. Wir bilden immer weniger aus. Wir können nicht alle Auszubildenden übernehmen. Ich glaube, wenn man den Siemens-Standort nimmt, ist es wichtig, dass wir sehr offensiv die Zukunft zwischen Siemens und Alstom gemeinsam gestalten. Wir konnten bei den Verhandlungen 4 Jahre Sicherheit erreichen. Allerdings heißt das jetzt, dass wir innerhalb dieser 4 Jahre die Zukunft mit den Kolleginnen in anderen Ländern gemeinsam gestalten müssen. Und es wäre fahrlässig, wenn wir die 4 Jahre Schutz abwarten und dann Entscheidungen kommen. Wir haben Beschäftigungs- und Standardgarantien, wir haben Zusagen für Wertschöpfung, Investitionen, Innovationen, dass die Tarifverträge weiter gelten und auch für eine Ausbildungsquote. Wir haben in die Vereinbarungen mit reinschreiben können, dass für das neue Unternehmen Siemens Alstom auch Radolf Zell gilt, und zwar unbefristet. Radolf Zell heißt, dass die Standorte gesichert sind und dass es keine Kündigungen gibt. Kolleginnen und Kollegen, wenn das Siemens-Management nicht klar dementiert, dass im Gasbereich, im Energiebereich Standorte geschlossen werden, welchen Stellenwert hat dann diese Vereinbarung eigentlich noch für euch? Und deswegen glaube ich, ist der Kampf, den die Kolleginnen und Kollegen im Energiebereich jetzt heute in den nächsten Tagen führen, auch unser gemeinsamer Kampf. Wenn wir wollen, dass diese Vereinbarung für euch auch gilt, dann müssen wir sie jetzt im Energiebereich verteidigen. Wir IG Metaller sind solidarisch. Wir wissen, wir kämpfen um unsere Arbeitsplätze. Ich glaube, die Beschäftigten und die Mitglieder können zu Recht von der IG Metall erwarten, dass wir uns einsetzen für sichere Arbeitsplätze, für Innovationen nach vorne, für gerechte Löhne, für gerechte Arbeitsbedingungen, aber auch für eine Branchenpolitik, die den Blick in die Zukunft richtet. Dafür setzt sich die IG Metall ein. Allerdings gelingt uns das auch nur, wenn die Menschen an der Seite der IG Metall stehen. Gerade wegen der Fusion mit Alstom müssen wir eng zusammenstehen und mit guten Ideen und Aktionen unsere Standorte sichern. Dazu brauchen wir eine selbstbewusste Belegschaft, coole Vertrauensleute und einen starken Betriebsrat. Dafür müssen wir auch stehen, wir Mitarbeiter. Bewegt! Bewegt.